Die Regierungspartei FPÖ hat ihre Attacken auf den österreichischen Rundfunk verschärft. Und zwar hat sie den Auslandskorrespondenten mit Entlassung gedroht, wenn diese sich nicht korrekt verhalten würden. Das hat FPÖ-Politiker Norbert Steger den Salzburger Nachrichten mitgeteilt. Steger ist momentan als neuer Vorstand im politisch besetzten ORF-Stiftungsrat im Gespräch. Besonders abgesehen hat es die FPÖ auf den ORF-Korrespondenten in Ungarn. Dieser habe zu einseitig über die Wahl in Budapest berichtet. ORF-Generaldirektor Alexander Vrabetz hat sofort reagiert. Er denke nicht daran, das Korrespondentennetz zu verkleinern. Im Gegenteil, er freue sich mitzuteilen, dass er den Vertrag von Ernst Gellex als Korrespondent in Budapest nach der ausgezeichneten Berichterstattung zur ungarischen Wahl bis 2021 verlängert habe. Auch ORF-Journalisten haben auf Twitter den FPÖ-Stiftungsrat kritisiert. Dieser direkte Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von einem Aufsichtsorgan sei ein neuerlicher Tiefpunkt der Medienpolitik. Die FPÖ will es aber nicht bei der einen Drohung belassen. Eine neue Social-Media-Richtlinie soll her. Und wer gegen diese verstoße, soll zunächst verwarnt und dann entlassen werden, so die Freiheitliche Partei.